Hast du deine Growbox im Schlafzimmer oder im Büro stehen und möchtest, dass sie so leise wie möglich ist? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Ich zeige dir hier, wie du kostengünstig eine leise, aber effektive Umluft für deine Growbox bauen kannst, die stufenlos in der Drehzahl regulierbar ist und wesentlich länger hält als die üblichen Klippventilatoren. Ich stelle dir hier auch meine selbst konstruierte Lüfterhalterung vor und gebe dir die Daten, damit du die Halterung selbst nachdrucken kannst. Warum verwende ich PC-Lüfter? Klippventilatoren sind beliebt für die Umluft im Growzelt. Doch oft sind sie am Ende lauter als die Abluft. Häufig halten diese Klippventilatoren auch nicht besonders lange. Ausfälle nach wenigen Monaten sind keine Seltenheit. Im Gegensatz dazu halten gute PC-Lüfter jahrelang ohne Probleme und lassen sich mit dem richtigen Bauteil einfach und günstig stufenlos in der Drehzahl regulieren. Wählt man den richtigen PC-Lüfter und montiert ihn auch richtig, dann machen sie erstaunlich viel Wind, sind dabei sehr leise und verbrauchen so gut wie keinen Strom. Fertig kaufbare Lüfter mit USB-Anschluss sollten besser nicht verwendet werden, da die Qualität der Lüfter meist nicht so gut ist und sie nicht wieder von alleine anlaufen, wenn der Strom mal weg war. Die Halterung habe ich aus PLA gedruckt. Der Lüfter wird darin mit den mitgelieferten Schrauben befestigt. Im Growzelt wird der Lüfter einfach auf die vertikalen Stangen geklemmt. Die meisten Zelte haben 16 mm Stangen. Bei größeren Zelten kann der Durchmesser auch 20 oder 22 mm betragen. Auch dafür gibt es die passenden Dateien. Wenn du eine selbstgebaute Growbox ohne Stangen hast, kannst du einfach den Wandhalter zum Anschrauben verwenden. Zusätzlich zu den Druckteilen werden noch mindestens 4 Stück M4x30 Schrauben und passende Muttern benötigt. Unterlegscheiben sind ebenfalls von Vorteil. Die Bohrungen für die Schrauben sollten noch mit einem 4 mm Bohrer nachbearbeitet werden. Die restlichen Verbindungen sind auch zum Klemmen mit Hilfe von Schrauben ausgelegt, allerdings ist das nicht unbedingt nötig. Die Dateien zum Nachdrucken findet ihr als Link in der Videobeschreibung. Bei der Verwendung von PC-Lüftern sollte generell darauf geachtet werden, dass auf der ansaugenden Seite genügend Abstand zur Wand des Growzelts vorhanden ist. Hat man hier zu wenig Distanz, bekommt der Lüfter nicht genug Luft und kann deswegen nicht seine volle Leistung entfalten. Aus diesem Grund wurde die Halterung so konstruiert, dass der Lüfter nicht zu weit in der Ecke steht. Als Lüfter habe ich die Arctic P14 PWM PSD ausgewählt. Dieses Modell ist für einen hohen statischen Druck entwickelt, wodurch er einen starken zielgerichteten Luftstrahl erzeugt. Der Vorteil der PSD-Variante ist das geteilte Kabel, wodurch sich weitere Lüfter einfach mit üblichen Verlängerungen verbinden lassen. Dieses Modell kostet bei Amazon im Fünferpack aktuell 35 Euro. Damit hat man genug Lüfter, um auch in größeren Zelten genügend Umluft zu erzeugen. Für die Drehzahlregulierung der Lüfter verwende ich diesen Spannungswandler. Auf einer Seite hat der Wandler einen USB-Anschluss, welcher einfach in ein normales USB-Steckernetzteil gesteckt wird. Auf der anderen Seite befinden sich zwei Klemmen, wo Plus und Minus des Lüfters angeklemmt werden. An dem integrierten Drehrädchen lässt sich die Ausgangsspannung des Wandlers einstellen, welche die Drehzahl des Lüfters bestimmt. Die eingestellte Spannung wird im Display angezeigt. Die Lüfter lassen sich gut zwischen 5 Volt und 12 Volt betreiben. Mehr als 12 Volt sollten jedoch nicht eingestellt werden, um den Lüfter nicht zu beschädigen. Die Leistung des Spannungswandlers von 3 Watt reicht aus, um zwei der Arctic-Lüfter auf maximaler Leistung zu betreiben. Den Wandler gibt es für ca. 10 Euro bei Amazon. Zum Anschließen der Lüfter kann man einfach von einer Verlängerung den Stecker abzwicken und die Kabel hier anklemmen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass Plus und Minus korrekt angeschlossen werden. Wie die Lüfter korrekt angeschlossen werden, seht ihr hier. Als Kabel verwende ich übliche 4-Pin-Verlängerungskabel für PC-Lüfter. Durch den Extra-Stecker der PSD-Lüfter-Variante lassen sich so sehr einfach mehrere Lüfter kombinieren. Um die Lüfter zu steuern, verwende ich diese Tapur P110 WLAN-Steckdose. Neben der integrierten Zeitschaltuhr wird auch noch der Energieverbrauch aufgezeichnet. Die gleiche Steckdose verwende ich auch für meine LED-Lampe. Damit hat man einen Überblick über die Stromkosten und kann den Dimmer genau auf die gewünschte Wattzahl einstellen. Hohe Lasten halten die Steckdosen ohne Probleme aus. Ich betreibe damit auch täglich andere Verbraucher, die mehr als 1500 Watt ziehen. Eine USB-Verlängerung kann zwischen dem Steckernetzteil und dem Spannungswandler zwar verwendet werden, allerdings kann es dann Probleme bei einer höheren Leistung geben, da das lange Kabel zu Leitungsverlusten führt. Am besten sollte der Wandler also direkt in das Steckernetzteil eingesteckt werden. Für den Lautstärketest habe ich zwei der Lüfter in einem 80x80 Zelt montiert. Der eine Lüfter ist ungefähr 40 cm von der Messposition entfernt, der andere ist 60 cm entfernt. Im folgenden Abschnitt zeige ich euch die Lautstärke der Lüfter bei den unterschiedlichen Drehzahlen. Ich beginne bei 5 Volt. Denn das ist die Spannung, bei der der Lüfter nach einem Stromausfall auch sicher wieder anläuft. Um die Windentwicklung zu verdeutlichen, habe ich eine Zimmerpflanze in das Zelt gestellt.
man an den Tests sehen kann, machen die Lüfter auch schon bei niedrigen Drehzahlen ordentlich Wind und sind dabei kaum hörbar. Wenn die Tür der Growbox geschlossen ist, wird es natürlich noch etwas leiser. Wenn du dir auch so eine Halterung bauen möchtest, aber keinen eigenen 3D-Drucker hast, kannst du dir die Teile natürlich auch bei einem Druckservice für dich herstellen lassen. Link dazu in der Beschreibung. Gitter auf den Lüftern waren für mich übrigens nie nötig, aber wer das gerne hätte, kann sich für wenige Euro noch ein Lüftergitter montieren. Wenn ihr weitere Tests und Versuche zum Thema Eigenanbau sehen wollt, dann abonniert den Kanal. In einem weiteren Video werde ich euch demnächst zeigen, wie man eine flüsterleise Abluft für sein Zelt baut. Wenn ihr Wünsche habt, was ich als nächstes ausprobieren oder testen soll, schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.